Ja. Dieser luftige Straßenbart, hat hier mal Song, oder? Ey, bitte verpiss die einfach, weil das. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2. Wie man sehen kann, in Schönau. Wie man nicht sehen kann, weil wir hinter Schönau gespawnt sind. Wir sind am Hermannplatz und zwar auf der Spawn-Schiene, wo man nämlich meistens 100%ig spawnt, wie man sehen kann. Und das hier ist auch eine geile Schleife, die habe ich auch erst jetzt gerade entdeckt. Alter, das sieht ungesund aus. Die habe ich auch jetzt gerade erst gesehen. Also in der Aufnahme. Ja. Wir fahren die Linie 3 von Hermannplatz bis zur Inninger Straße, fahren über Hauptbahnhof. Das heißt, wir haben wahrscheinlich ein Laggebiet. Dann jetzt gerade haben wir 20 FPS. Und ja, wir fahren mit der NF6D, die Straßenbahn, die hier überall in Schönau fährt. Eberlensee ist mit den Tatras voll. Also die Tatras fahren in Eberlensee, hier fahren die NF6Ds. In der Six-Lackierung, die finde ich persönlich echt geil. Ich wollte eigentlich die Meckes-Lackierung nehmen, aber die ist halt doch dann wieder alt und ja. Also sie ist schon geil, aber sie ist halt älter und ja. Ich wollte sie einfach gerade nicht, ich wollte die Sixt. So. An. Ich komme auch gerade von der Aufnahme mit der Tatra Richtung Park and Ride. Wir sind wieder mit dem Pedals unterwegs, was ja klar ist, vom Lenkrad, wenn ich ja gerade von der Aufnahme komme. Maximalgeschwindigkeit ist 70, wenn ich aber notlösend EEP-Bremse oder EEF-Bremse mache, dann fahren wir 100. So, jetzt fahren wir kurz ohne Gleise, aber die Gleise sind hier drunter einfach versteckt. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist übrigens gerade vor der Aufnahme noch eine Straßenbahn ohne drittes Teil gefahren. Das hat man eh am Anfang der Aufnahme wahrscheinlich gesehen, wenn ich es reinschneide. Beim Intro. Alter, nee! Nein, bitte sag mir nicht, wir biegen da zu. Oh, Digga. Ey, wir haben wir da jetzt so reingebogen. Wir fahren halt wirklich gerade gar nicht auf Gleisen. Hier. Achso, doch. Okay, wir kommen. Ich denke mal, hier beim Signal werden wir wahrscheinlich sein. Das heißt, ich schalte auf das innere Gleis um, weil wenn hier ein Kollege kommt, dann will ich den nämlich nicht nerven. Ja. Ja, genau. Macht es hier jetzt um. Oh, Bruder, nee, Alter, einfach mal weggucken, bitte, Alter, guckt euch das an. Ey, Digga, man sieht einfach nach draußen. Digga, die Straßenbahn ist echt nicht für solche Kurven ausgelegt. Zumindest nicht in dieser Variante. Weil das hier sind 27... Eine Spurweite 27 cm, glaube ich. Oder so. Ey, nicht dein dreckiger Ernst, dass das Ding automatisch umschaltet. Es fährt nämlich das Hinterteil wo ganz anders hin. Da, die hat automatisch umgeschaltet, wie man sehen kann. Das wäre... Ne. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt nochmal auf dieses Gleis umbiegen. Ne, machen wir auch nicht. So, dann gehen wir wieder in den Vorderteil. Schalten hier wieder ein. So, schalten jetzt um, damit wir auch wirklich mit dem ganzen Teil drüber sind.
Digga, dass die Pisse einfach automatisch umschalten. Einfach. Wer hätte denn damit rechnen sollen? Schnauzer. Die NF6C ist ja Niederflur, die Tatra ist Hochflur. Also vom Einstieg her nennt man das so, wenn man direkt so einsteigen kann, nennt man Niederflur, und Hochflur ist, wenn du Stiegen steigen musst. So. Linie 3. Von Hermannplatz bis Inninger. Den nehmen wir. Dann machen wir hier 300. Route 2, denke ich mal. Wahrscheinlich ist es jetzt falsch. Wir sehen es gleich. Ja. Route 1. Hermannplatz. Matrix. Habe ich die Matrix kaputt gemacht? Warte mal. Wir machen das mal kurz weg. Also, Linie 300, dann ist hier eine 3. Bam. Route 1. Route 2. Hermannplatz. Wenn ich Route 1 mache, dann müsste ich hier jetzt Inninger Straße kommen. Müssen wir halt nachschildern. Jetzt funktioniert's. So, dann machen wir 59. Dann müsste wahrscheinlich ein Kollege hier stehen. Ah, nicht mal. 24, was heißt, wir machen 23? So, Kollege kommt anscheinend keiner, oder? Doch. So. Wir müssen sowieso noch warten auf die Abfahrt, das heißt, was machst du? Ach so, hast du auch Rot? Hä? Du hast hier gar keine Ampel. Bist du doof? Wollte gerade sagen, Alter, du hast nicht. Digga, der hat da. Hä, der hat da nicht mal eine Ampel und bleibt da aber stehen. What the fuck? Wir haben Grün. Ich warte aber noch ganz kurz. Warte nämlich noch, bis der Kollege vollständig drin ist, beziehungsweise bis wir abfahren. So, und tschüss. Tschüss, Kollege. Also. Nächste Haltestelle, Hermannplatz. Nächste Haltestelle, Freibad am Wald. So, wir können aufmachen, oder? Ja. So, die hat nämlich eine bessere Beschleunigung, glaube ich. Ich habe doch gemerkt, dass hier noch alles trocken ist, nass meine ich.
Die EEF-Bremse machen wir mal raus. Ich meine, bei so einem Überland können wir mal ein bisschen schneller fahren. Okay, hier ist nur 60 eigentlich. Da ist rot. Alter, ich drück schon so weit rein, dass wir nicht in die Notbremse kommen. Also ich stehe eigentlich schon kurz vor der Notbremse. So weit habe ich gerade reingebremst. Okay, das wäre jetzt die Notbremse gewesen. Weil sobald das hier kommt, dann heißt es nämlich Notbremse eigentlich. Hier ist jetzt zwar der Nachteil, ich kann während des Fahrens noch nicht die Tür aufmachen, also ich muss wirklich vollständig stehen, dafür können wir schneller abfahren. Ah ne, Linie 4 fährt Richtung Flughafen. Fuck you, Güte. Okay, doch, wir können schon während der Fahrt eigentlich schon abfahren, wenn ich den Knopf hier drück. Nee, den anderen Knopf. Nächste Haltestelle, Gärtnerstraße. Wenn ich den Knopf drück, dann kann ich halt losfahren, während die Türen sogar noch offen sind. Also ich kann sie während der Fahrt schließen oder gar nicht schließen, sondern dauerhaft offen lassen. Ich finde so einen Innenraum anzugucken während die Kurven immer so geil. Weil bei unserem Straßenbahnsystem, da gibt es vorm Hauptbahnhof so eine enge Kurve. Oder gefühlt die ganze Straßenbahn biegt sich. Also wirklich, das ganze Gelenk bis zum Anschlag biegt sich. Meine ich jetzt nicht als Scherz. Kurz vor der Notbremse. Ah, will eh keiner. Ah, das ist ein Blitzer. Kann eine Straßenbahn geblitzt werden? Man weiß es nicht. Nächste Haltestelle, Eichenweg. Was hier rechts mal kommt, oder was da rechts ist, das weiß man auch nicht. Also zu diesem Bereich gibt es eigentlich noch nicht wirklich Spoilers oder so. Keine Ahnung, was da mal kommen wird. Oder geht da die Linie 4 weg? Kann gut sein, weil hier steht die Linie 4 nämlich nicht mehr auf dem Fahrplan drauf. Okay, vielleicht geht da die Linie 4 bis zum Flughafen weg. Weil ich glaube nicht mal, dass die... Warum kommt die mit einer normalen Bugesta? Ich glaube nämlich nicht, dass... Ich habe die Linie 4, glaube ich, auf dem Abschnitt nicht mehr gesehen, wirklich. Also ich glaube nicht, dass sie den Hauptbahnhof fährt. Haltestelle, S-Bahnhof, Luitpoldbrücke. Luitpoldbrücke, ja moin. Die Straßenbahn hat übrigens automatisches Licht zu SIM, also das ist so gemacht, sobald wir in einem Tunnel fahren, was wir später machen, geht automatisch innen das Licht an, das ist sehr geil. Diese Ampel kann ich lecken. Ja, Linie 4 biegt da vorne nämlich ab. Da vorne ist grün. Das sagt nämlich die Ampel hier. Kann aber auch sein, dass rot wird und die Ampel vorne noch grün anzeigt. Das
Das heißt, sie könnte jetzt rot werden, ohne dass. Also hätte früher schon rot werden können, nach dem Signal. Nächste Haltestelle, Betriebshof. So, ich glaube, das ist eine Anzeige, die schaltet, oder? Nee. Okay, da steht aber noch Betriebshof dauerhaft. Weil es gibt nämlich manche Anzeigen für Haltestellen, wo das umschaltet, nämlich. Also. Quasi gesagt. Ich glaube. Welche Haltestelle war das? Heinrich-König-Platz kann es nämlich sein, dass hier das umschalten muss, weil der Name so lang ist. Also dann steht Heinrich und dann König-Platz. Oder anders. Das kann auch. Das kann manchmal sein. E, einsetzende Züge. Da sieht man übrigens ein paar Straßenbahnen. Theoretisch könnten wir jetzt Regen anmachen, weil die nämlich nicht durchdreht. Also sie rutscht nicht. Nächste Haltestelle, Löwenbrücke. Das hier ist zum Beispiel auch so ein geiler Abschnitt, Alter. Ich finde den so schön. Ja, die Linie 4 ist davon abgewogen, weil jetzt steht nur Linie 3. Ja, guckt euch das an. Alter, das hier ist ein Thumbnail wert. Nächste Haltestelle. So. Hat zwar die Ansagen nicht gehört, aber ist mir egal. Thumbnail ist geil. Jetzt kommen wir in den Innenstadtbereich, wo wir 10 FPS anscheinend nur noch haben. Da vorne ist rot. Da vorne kommt übrigens Romanplatz, wo wir in der letzten Folge mit der Linie 1 gefahren sind. Ach komm! Ja, komm, leck mich. Ja. Nächste Haltestelle, Romanplatz. Ja, weil da vorne sind wir nämlich von der Seite, also von der Seite nach da links nämlich gebogen. Wir haben rot. Da sind wir nämlich in die Richtung gefahren. Ah, jetzt kommt der Kollege vor uns. Alter, der knallt aber auch mit 25 da wahrscheinlich rüber. Sehe ich die Ampel noch? Ja. Grün. Wow, Digga, das hier ist eine gefährliche Kurve. Ja, Digga, verpiss dich, Alter. Warum bleibe ich hier stehen, Alter? Der will doch eh nicht rein. Ja. Sag ich doch, der will nicht rein. Ist er da?
3. Ja, okay, beim letzten Mal, wie ich den Bereich hier gefahren bin, bei der gelöschten OMSI-Folge, hatte ich hier 8 FPS. Ich glaube auch, der ist bei Rot drüber. Haltewunsch, das heißt, wir müssen sowieso hier stehen bleiben jetzt und die Türen aufmachen. Digga, wird nicht gezählt.